Willkommen zurück hier zu Total Warhammer 2, 3 natürlich, Entschuldigung, Total Warhammer 3, meine lieben Freunde. Wir haben hier eine Schlacht zu schlagen und ich denke, das werde ich machen, weil das ist nur eine Zwergenarmee, die wir sowieso jetzt hier gleich verlieren, weil sie nämlich jetzt hier an die Zwerge gleich wieder zurückgeht. Ne? Ich glaube sogar, das könnte der letzte Move gewesen sein, den wir jetzt hier gerade eben mit ihnen machen konnten. Und jetzt kommt hier dieses Problemchen auf uns zu. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr noch gut flieht. Nee, ihr flieht nicht gut. Ihr flieht nicht gut. Oh, wobei, jetzt haben wir noch die Siedlung mit dabei. LOL, das wird ein Sieg. Ist das herrlich. Alle drei Chaoskrieger-Armeen. Okay, sie sind gut geflohen. Ich liebe es. Oh, wir nehmen auf jeden Fall die Verlustverstärkung. Oh Gott, Prag stand noch nie so gut hier in der Gegend rum. Warum beenden die permanent den Handel mit mir? Ja, weil sie Camry und Clan Angrund hassen. Und sie hassen es auch, dass ich mit den Ertrunkenen und mit den Karagnorn geredet habe. Es ist ihnen scheißegal, dass ich ihre Gegner bekämpfe. Ja, schön. Ja, und nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch das Problem mit dem Schwert des Kane. Trotzdem, Waldelfen und Diplomatie. So, genau, diese Armee ist in diesem Moment jetzt nicht mehr unsere. Fort Jakova wurde ausgeraubt. Intrige des Untergangs ausgeführt, jede Menge Feinde getötet, einen Mantel des Ulrik erhalten. Ach, ist das schön. Archer und den ewig Auserwählten besiegt. Ja, das hast du gerade eben. Und nicht nur das. Karak Iktzor wird belagert. Ich möchte nicht, dass Karak Iktzor belagert wird. Danke fürs Gespräch. So, dann werden wir nämlich jetzt hier mal dafür sorgen, dass das Ding nicht mehr so bald belagert wird. Hokoridas ist wieder da. Fehlt irgendeiner Armee gerade eben ein Zauber? Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier schon mal vorwärts, Freunde, mit dem Ziel, den Dunkelelfen jetzt hier mal die Leviten zu lesen. Na, wir konzentrieren uns jetzt hier mal gerade eben darauf. Also Hokoridas ist wieder da. Bewegt sich jetzt hier wieder da hinten hin, wo wir später dann ihn brauchen können. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Dampfpanzer noch schneller zu rekrutieren und sie haben einen ermutigenden Effekt. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr ermutigend. So, so langsam aber sicher haben wir bald alles an Technologien durch. Jetzt möchte ich noch den Unterhalt und die Geschossstärke für unsere Standardartillerie verbessern. Master Engineer. Master Engineer, genau, du brauchst auf jeden Fall noch einen Magikus. Wie ich gerade sehe. Und dann kann ich noch zwei weitere Einheiten rekrutieren. Die holen wir allerdings hier. Und ja, wir werden uns jetzt hier immer noch auf die Dunkelelfen konzentrieren. So, eins, zwei, wunderbar. Genau, und dann geht es Hokoridas. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. Gehst in diese Armee rein. Hi. Ich glaube, ich möchte dafür sorgen, dass diese Armee von Archaon den Grund findet. Den Grund für unsere Existenz und dafür schicke ich sie auf den Grund dieses Ozeans. Ein weiteres Problemchen gelöst. Jetzt muss ich halt wieder hier nochmal eine Runde rumstehen, ne? Hey, der hat schon wieder eine Armee da drüben. Sag mal, wie viele Armeen hat der Typ? Ich habe gerade so viele Armeen zusammengetreten. Wo wir gerade eben dabei sind, Armeen zusammenzutreten. Ich hoffe, dass der gleich surrendert, ey. Weg mit ihm. So, jetzt können wir hier wieder die heile Stellung nehmen. Und dann gehen wir Richtung Siotraken. Wird langsam aber sicher mal Zeit, hier Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, ich weiß, Fort Strahgov ist beschädigt. Ich kann auch nicht alles herzaubern. LOL! Ihr habt Volksgrad genommen. Ihr miesen, kleinen, dreckigen.
Na gut. Sir. Was machen wir jetzt mit dir, Dante, nachdem du hier so heldenhaft gerade eben diese Aktion durchgeführt hast? Ich bin ja geradezu richtig aufgeregt, dass er das hinbekommen hat. So, gib ihm noch mehr Schießmöglichkeiten. Es ist so wirklich, wirklich und wahrhaftig. So, schwer zu treffen für einen Gottrek. Noch mehr schwer zu treffen für einen Gottrek. Jetzt hat er richtig gute Nahkampfwerte. Dann gibt es noch zweimal Lebenspunkte für Felix und für Ulrika. Ja, die ist jetzt ausgelevelt. Was mache ich mit der jetzt noch? Ich glaube, ich sorge dafür, dass sie jetzt hier noch mehr Zauberresistenz hat. So, Prag. Ist das schön. Prag bekommt jetzt auf jeden Fall erstmal etwas gegen Rebellionen und etwas, um Geld zu verdienen. Dann möchte ich die Mauer von Prag nochmal verbessern, weil die hat gerade eben uns sehr, sehr gute Dienste geleistet. Die Mauer von Fort Ostrosk möchte ich auch nochmal verbessern. Ehrengrad. Und endlich Kontrolle besser. Burg von Rauken können wir auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Norden können wir nochmal eine Verbesserung vornehmen. Ich möchte auch hier die öffentliche Ordnung nochmal verbessern. Protector of the Weak. Hier sind gerade eine Menge gestorben, wie ich gerade festgestellt habe. Okay, Moment, ich muss hier was ändern. Ich muss hier kurz was ändern, Leute. Das geht so nicht. Das ist super ätzend, aber ich brauche das Geld jetzt hier dann doch nochmal, um Einheiten zu rekrutieren, damit die Armee jetzt hier wieder am Start ist. Ich gehe mal gucken mit dir zum Düsterberg. Das garantiert einer drin. Ja, also viele Nahkämpfer sind hier nicht mehr. Aber ich hole... Das mag bescheuert sein, aber ich hole mir noch mehr Dampfpanzer. Dampfpanzer sind die Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Nochmal einen weiteren Reiter hier. Und das war's dann mit meinem Geld. Master Engineer. Die versuchen hier gar nicht mehr anzugreifen. Ich bin da ehrlich gesagt gerade ein bisschen überrascht. Also du bleibst jetzt hier mal stehen. Ich will erstmal wissen, was da oben drin ist. Und erst dann werde ich mich entscheiden, was ich mit meinen Truppen mache. Ja, also ich werde es hier noch versuchen, Fort Stragow zu holen. AT wird übersprungen. Der wartet hier. Ein Level-Up hier nochmal. Tja, was machen wir hier? Imperial Scholar. Das Doofe ist halt, dass Musselior jetzt halt nicht mehr uns zugänglich ist. Aber jetzt hier angreifen ist auch keine Option, nicht? Denke, wir müssen mit Chio hier stehen bleiben, oder? Oder? Boah, da ist schon wieder dieser Lamer hier mit 45% Geschossresistenz. Warte mal, was hat er denn sonst noch so? Ich will mal wissen, was der Grund für diese Nummer gewesen ist. Jetzt erwarte ich aber noch irgendwie eine unglaublich fette physische Resistenz, war ja gerade eben. Nee. Von 35%, okay, das ist gewaltig. Er hat keinen Rettungszauber. Ja, er ist halt so ein bisschen Captain Unkaputtbar, ne? Was soll man dazu sagen? Ich kann dazu relativ wenig sagen. Es ist halt, was es ist. Hier warten wir noch, bevor ich hier noch Entscheidungen treffe, was wir hier reinbauen wollen. Ja, hier, die verbotene Zitadelle wird mal wieder verbotenerweise einfach mal so fröhlich vor sich hin rebellieren. Kann ich eigentlich etwas dagegen machen? Nein. Kann ich nicht. Also hätte ich früher machen müssen. Jetzt ist es schon zu spät. Inquisition wird mir, glaube ich, auch nicht weiterhelfen, oder? Ich guck mal gerade. Nö. Hier ist schon nichts in der Richtung. Wo wir gerade eben davon sprechen, dass hier die Chaos-Korruption weg sein soll. Hallo, Chaos-Korruption.
Auf Wiedersehen, Chaos-Korruption. So, Disease 8 wird jetzt hier endlich das Mutland für uns zurückholen. Die haben sich halt nicht mal regeneriert, ne? Ich werde nicht plündern und besetzen, ich werde nur normal besetzen. Wir haben die 100 erreicht. Das erste Mal, Leute. Wir haben das erste Mal die 100 erreicht. Ich fasse es nicht. Ich werde hier auf jeden Fall noch irgendetwas reinmachen, weil Verteidigung bringt ja nichts, was einfach nur die öffentliche Ordnung verbessert. Ein schicker Level-Up jetzt hier für Deceased. Mächtige Schmiede. Und als nächstes müssen wir halt gucken, dass wir uns jetzt hier das Problem mit den Chaos-Zwergen jetzt hier annehmen. Ich hoffe einfach, dass seine Armee das hinbekommt. Nach wie vor kann ich hier nichts tun. For the Empire. Oh, warte mal, Level Up? Ja, noch mehr Stein sei Fleisch für Thorn. Ansonsten haben wir noch Stepper hier. What do you seek? Der geht jetzt noch hier hin. Godzilla ist auch fast da. Onwards. Oh, warte mal. Imperial für das hier wäre eigentlich fast sogar der der gute Godzilla besser. Für Lazarus Devils Armee. So, jetzt haben wir jede Menge versammelte Helden an der Stelle. Ja, Fort Jakova ist ein bisschen kaputt. Was willst du machen? Wir ignorieren das. Wir haben das Mutland wieder. Wir machen jetzt hier Kontrolle und Einnahmen. Und. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt hier alles gemacht. Genau. Nochmal ein lustiger Blick jetzt hier auf die Diplomatie. Wir sind Mittel. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt hier einfach hier so lustig die Chaos-Fraktion jetzt hier auseinandernehmen können. Na, ich werde einfach mal hier so eine lustige Runde machen. So, du. Es geht gar nicht so sehr darum, denn das Gebiet jetzt hier erstmal zu halten. Es geht darum, ihnen Schaden zu machen, ihnen Geld wegzunehmen. Im Chaos Chaos zu produzieren. Hi! Ja, ihr stellt jetzt hier den stillen Wolf mit lächerlichen drei Armeen. Sie kommen jetzt also Richtung Marienburg. Wir werden Marienburg also jetzt versuchen müssen zu halten. Eieieiei, dann wissen wir aber auch schon, wo die Armee jetzt hin muss, ne? Blitzschlag wäre jetzt natürlich absolut geil. Haben wir aber nicht. Ja, nicht Angriffspakt beenden sie jetzt auch noch. Schön. An dieser Stelle sei einfach mal noch mal kurz mal erwähnt, ne? Also, der Gegner schafft es, mich in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich das versuche... Fort Jakova wird wieder belagert. Aha. Ganz im Ernst, ich werde erstmal hier runtergehen. Und hier aus dem Hinterhalt erstmal jetzt hier das Gebiet mir sichern. Scheunz ist auch wieder da, genauso wie Noma und Buddy. So, Konzentration auf Artillerie. Ja, das ist genau das, was ich vorhabe, Freunde. Mich auf Artillerie konzentrieren. 100%, das ist doch nett. Ich will mal den hier versuchen wegzumessern, nicht, dass ihr meine Leute aufdeckt. Das hat geklappt. Sehr gut. Jetzt steht er hier noch rum. Noma, schaffst du es, den hier noch wegzumessern? Unwahrscheinlich. Und Scheunz? Wahrscheinlich auch nicht, ne? 15%. 45. Jawohl, einer weniger. Das ist gut.
Ist ja eigentlich nicht seine Aufgabe, ne? Aber in dem Fall brauchen wir das halt. Um dafür zu sorgen, dass sie uns jetzt hier nicht sehen. Gott, ist eine höhere Chance, dass wir uns selbst verwunden. LOL! Was für ein epischer Sieg, Noma! Du hast hier gerade eben wirklich eine höhere Chance gehabt, selber ins Messer zu purzeln, aber du hast es hingekriegt. Ich bin beeindruckt. Geil! Also, sie haben jetzt hier keine Agenten mehr. Das bedeutet, sie haben eine geringere Chance, uns jetzt hier aufzudecken. Schickt Hilfe kann ich leider nicht machen. Eine Belobigung kann ich halt leider nicht für Helden aussprechen. Oh, warte mal, warte mal. Wie weit bist du eigentlich weg von Blitzschlag? Blitzschlag kann ich schon mal auf die erste Stufe bringen. Also, Belobigung für Stella Wolf. Das ist gut. Du gehst also jetzt hier rein und wirst jetzt hier den Laden halten. Zumindest es versuchen. Ich würde auch behaupten, dass mit der Armee, die du da hast, es für sie schwer werden dürfte. Mit dem, was sie da haben. Ich muss so oder so hier mit dem Blitzschlag arbeiten. Warte mal, Hokori, kannst du hier Einheiten angreifen? Das lohnt sich nicht wirklich für uns. Gesell dich dazu. Und dann gehen wir hier weiter. Ein Level-Up für Godzilla. Godzilla hat, glaube ich, jetzt schon alle Zauber. Jawohl. Dann stärkst du mal unser Einkommen hier nochmal kurz. Die Empire. Ja, ja, ja. Wo gehen wir hin? Wo wollen wir sein? Ich komme hier nicht vorwärts. Das ist sehr gemein. Hä, ich habe hier nur halbe Bewegung. Das ist immer noch dieselbe Runde. Nee, ist auch nicht mehr dieselbe Runde. Ich habe nur halbe Bewegung. Warum habe ich nur die halbe Bewegung? War das eine erfolgreiche Agentenaktion? Man weiß es nicht. Es ist mir jetzt aber auch egal. Wir werden jetzt einfach vorrücken. Ne? So viel Schaden bekommen wir nicht. Durch den vermaledeiten Verschleiß. So, ein kleiner Blick in den Düsterberg geworfen. Revealed, offenbart, nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich komme da leider nicht ganz ran. Aber das Gute ist auch, dass wir dadurch wissen, dass hier auch kein weiterer Feind ist. Nur hier ist noch einer. Die versuchen jetzt hier den Grom-Gipfel nach wie vor jetzt hier zu bedrohen. Ich hoffe, sie werden daran scheitern, geradezu ersticken. Ja, hier gibt es wieder ein Problem, das auf mich zukommt. Ein Problem von der anderen Seite. So, du gehst jetzt hier wieder zurück, weil ich muss mich ja potenziell um diese Problemzone hier kümmern können. Leider hast du noch keinen Blitzschlag, der irgendwie gut wäre. So, für Stranger gab es ein Level-Up. Der hat, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, keine kämpferischen Fähigkeiten mehr. Für die Empire. Dann weiter zu Schloss Tempelhof. Ganz im Ernst, ich werde sogar marschieren. Wir haben nicht die Zeit. Ist das schön, dass wir mal tatsächlich das hier bekommen, ne? Schön Wachstum, mehr Kontrolle überall, mehr Einkommen aus allen Gebäuden. Wobei ich davon irgendwie gerade eben nicht so viel spüre. Aber möglicherweise liegt das auch an mir. Hier nochmal ein bisschen mehr öffentliche Ordnung so rein. So, Dante möge jetzt, wie gesagt, Fort Stragow für uns jetzt hier wieder kolonisieren und dann können wir uns wieder woanders hin bewegen. Mamma mia. Jetzt macht doch mal etwas mit öffentlicher Ordnung hier, Freunde. Provinz gesichert. Huntsman General. Tracker of Distinction. Mhm. Kampfeslust, Geschützmeister. Nichts davon würde uns hier was bringen. Huntsman General. Dann gebe ich dir mal mehr Rüstung. Ach, guck mal.
Da kommt schon wieder einer. Time for action. Oh, schön. Dann gebe ich ihm den Logistiker. Aber ich habe kein Geld, um mir weitere Truppen zu rekrutieren, ne? Also wir sind jetzt wieder soldatentechnisch ziemlich oben auf. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch warten. Talapheim. Ich finde es schön, dass wir jetzt hier in der Kappelburg. Oder warte mal, nee, ich will in Kemperbad. Nee, in Krugenheim haben wir schon. Warte mal, Kemperbad. Genau da hinten. Können wir noch mehr Geld verdienen. Die Mauer kann ja raus, die braucht keiner. Natürlich gibt es hier wieder eine Rebellion, aber ich hoffe, wir werden sie abwehren. Was sagt die Diplo? Hexo Attel möchte mit uns einen Nicht-Angriffspakt. Das ist schön, das akzeptiere ich. Die Legion des Chaos hat keine Truppen mehr. Ich hoffe, sie wird auch keine mehr bekommen. So, Bierentchen. Dann greifst du diese Siedlung dort unten an. Sjotraken. Auch einfach jetzt hier besetzen. Und jetzt sind wir hier nämlich in einer wunderbaren Zangenbewegung da. Wir müssen ihn jetzt hier halt noch irgendwie wegholzen in absehbarer Zeit. Und dann haben wir jetzt hoffentlich die Chaoskrieger so ein kleines bisschen in ihre Schranken verwiesen. Okay. Dann gehen wir nochmal in die nächste Runde, Freunde. Wir schaffen mal wieder mehr als eine Runde in dieser Folge. War in letzter Zeit selten. Aber jetzt passiert es mal wieder. So, der Turm der Fliegen wird von uns angegriffen, eingenommen und ausgeraubt. Marienburg wird attackiert. Das ist nicht gut für euch, Freunde. Oh, wie schön, dass ihr euch gelöscht habt. Ihr kleinen Druki, ihr. Und auch hier versuchen sie es. Ach, wie süß. Die Druki haben sich gerade eben im Grunde, nennen wir es mal so, aus Bretonia zurückgezogen. Sie haben sich aus Bretonia zurückgezogen. Oh, was? Ich schaffe es ja sogar im Grom-Gipfel hier eine Verteidigung gegen die Skaven? Womit habe ich das verdient? Ich nehme die Verlustverstärkung. Nice. Ja, Quinell ist nicht ganz so nice. Aber wir wussten alle, dass Quinell hier unten ohne Armee nicht wirklich lange durchhalten würde. Okidoki. Ja, Fort Jakoba. Was? Also, sorry, nein, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich euch nicht. Also ich meine, wenn man schon wenig Leute hat, so wie die, dann kann man ja seine Truppen ja auch mal aufteilen, ne? Lol. Okay, die Mauern sind halt wie gesagt beschädigt. Dagegen kann ich leider relativ wenig tun. Ich werde aber diese Schwertkämpfer jetzt hier hinstellen. Und die Great Swords, die kommen nicht hier hin. Die kommen sogar von hier. Bitte was? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ihr könnt ja mal euer Glück versuchen, hier reinzukommen, Freunde. Komm, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, ich lasse mich ja immer wieder gerne überraschen und von neuen Dingen überzeugen. Aber mein Gefühl sagt mir, das wird für euch schwierig. Okay, dir kommen wir nochmal weg. Warte mal, wobei den Hellebardier, den will ich ja schon noch behalten. Also, ihr macht jetzt hier mal für mich die Nummer 1. Dann habe ich hier noch ein paar Armbrustschützen. Euch habe ich hier noch. Was mache ich mit den Rittern? Ich habe keine Ahnung. Hier habe ich nochmal einen Nahkampftrupp. Nummer 3. 2. 2.
Ich habe noch einen Mörser. Das Doofe ist bloß, dass der Mörser, glaube ich, fast gar keinen Schaden an diesem ganzen Mist macht. Ich versuche es aber trotzdem hier an der Stelle. Dann packe ich den Ritter hier noch hin. Und dann mache ich hier noch einen Turm hin. Und dann geht's los. Wir gehen mit den Rittern raus. Das Gemeine ist halt, dass man mit den Rittern nicht mal diese Dinger angreifen kann. Aber vielleicht kann ich den General angreifen. Ihr habt ernsthaft beide daneben geschossen? Ich frag für einen Freund, aber wie habt ihr das gemacht? Ach, er ist da drin. Ja, okay, dann kann ich da nicht rein. Versuch mal dein Glück. Ey, wie kann man so dermaßen daneben schießen mit diesen Türmen? Wie? Ihr seht, was ich meine, ne? Das ist einfach nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. Du versuchst dir da noch dein Glück. Ja, du ziehst dich jetzt hier mal zurück, genauso wie auch du. Halten wir das mal fest da drüben. So, wie sieht's hier aus? Die stehen ja einfach nur so rum. Na gut, die lassen sich totschießen. Ist doch eigentlich genau das, was ich wollte. So, Feuer frei. Ihr sollt da nicht hinrennen, ihr sollt schießen. Wie sie einfach meine Truppen ignorieren. Unverschämtheit. Kein Respekt heutzutage. Du kannst dich da noch hinstellen. Wie sieht es da drüben aus? Oh. I see the issue. Ich schicke jetzt mal die Corsars da raus. Und denen jetzt hier noch hinterher. Das ist vielleicht sogar noch die beste Gelegenheit, die ich jetzt noch habe. Schießen und schießen. Jetzt geht doch mal dahin. So, ihr greift die jetzt hier an. Ihr geht hier hin. Ich will, dass ihr außen rum geht. Ihr geht da drüben auch noch hin. Jetzt habe ich ja noch diese Ritter. Ich glaube, ich bringe die Ritter auch nochmal da drüben hin. Was ist mit euch? Ihr habt nach wie vor nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum. So, Mörser darf die da noch drauf. Das Dumme ist halt, dass ich den General halt nicht schaffen werde. Ne? Das ist mein Hauptproblem. Zumindest nicht so ohne weiteres. Ihr geht da hoch. Schön euch jetzt hier aufteilen. Ja, ihr bleibt hier immer noch stehen. Ihr ebenso. Okay, die gehen hier tatsächlich hops. Jetzt geht doch darüber, Mann. Verbessern diesen Turm hier. Wir versuchen jetzt erstmal, die hier noch in die Flucht zu schlagen. Die ja auch. Jawohl, jawohl. Ja, der General ist halt immer noch so ein Thema. So, du kommst hier zurück. Alle Mann hier wieder rein. Ihr geht da hoch. Ich versuche einfach weiter auf ihn drauf zu schießen. Ihr metzelt jetzt dir noch. Du ziehst dich hierhin zurück. Was ist mit der Kavallerie? Also hier haben wir tatsächlich gewonnen. Kommt mal hier rüber.
Das ist ja lustig. So, hier rüber wieder. Ich finde es also lustig, dass die KI... Was heißt lustig? Eigentlich ist es nur noch nervig. Dass die KI jetzt hier immer noch versucht, jetzt hier das jetzt hier... Also sie glaubt immer so noch, sie kann gewinnen, aber sie kann es nicht. Ah, sie haben verloren. Sie haben verloren, man sieht's doch schon. Ich sag doch, dass ich nicht glaube, dass die das verlieren, Leute. Ich hab's euch doch gesagt. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell da hoch. Ich will diesen General jetzt hier noch so gut beschädigen, wie es nur geht. So, dann werden wir nämlich jetzt hier noch schießen. Mit den Türmen. Keine Ahnung, wo der hin will. So, zerrt ihn, Freunde. Nee, du machst das jetzt hier nicht mehr, das macht keinen Sinn. Aber der General, oh, den haben wir wunderbar an die Ecke gedrängt, das habe ich ja noch nie gesehen. Mal gucken, wie lange der das durchhält. Er bekommt auf jeden Fall gerade sein Fett weg. Er ist von den Rittern gestiefelt kreist. Nee, das wird er, glaube ich, nicht überstehen. Nope. Sehr schön. Und damit bin ich raus aus der Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Fort Jakova hat nochmals ein kleines bisschen seine Ehre gerettet. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.